So, herzlich willkommen zu Big NT, The Fast and the Furious. Tag Nummer 20, Hebräerbrief, die zweite Hälfte, die ich gerade eben auch vorgelesen habe. Und da mag ich euch ein paar Gedanken von mir weitergeben. Ja, also Hebräerbrief gerade ist für mich manchmal ein Buch mit 7 Siegeln. Sagt man auch manchmal über die Offenbarung, aber beim Hebräerbrief trifft es auch an vielen Stellen zu. Nicht ganz so eindeutig, aber gerade auch in den Dingen, die ich gerade eben vorgelesen habe. Auch ganz stark. Ihr habt ja gar nicht gesehen, wie oft ich gestockt habe beim Vorlesen, weil ihr nur die perfekte Fassung da seht. Aber ich habe so oft gestockt, weil ich an vielen Stellen am Text hängen geblieben bin und gedacht habe, boah, was ist denn jetzt das? Was bedeutet denn das? Wie muss man das denn verstehen? Und ist das wirklich so, wie es jetzt dasteht? Also ich finde, das ist ein Brief, der wirklich viele, viele, viele herausfordernde Gedanken hat. Und ihr habt sicherlich 1000 Fragen und die kann ich niemals ansatzweise beantworten in diesem kurzen Impuls hier, weil so viel Gutes da drin steht, aber auch viel Herausforderndes. Und ich meine, damit beginnt auch diese Öffnung von diesem zweiten Teil, nämlich dort sagt ja eben dieser anonyme Autor des Hebräerbriefes, hey, ich werde euch jetzt keine Milch geben, sondern feste, harte Speise. Ich werde euch hier diesen krasses Zeug geben, dass wenn ihr euch das reinpfeift, das wird eure Gedanken komplett durcheinander bringen und euch herausfordern, aber es ist Wahrheit und es ist gut. Und ich finde, das merkt man total, wenn man diesen Text liest, das ist harte Speise, das ist keine Milch, das ist keine lockere Kost, sondern das ist wirklich für Leute, die nochmal tiefer in den Glauben hineinwachsen wollen. Deswegen cool, dass wir dieses Buch jetzt auch gerade lesen, in dieser Corona-Zeit, aber wirklich ganz arg herausfordernd. Ein Punkt, wo ich wirklich auch schmunzeln musste beim Vorlesen, weiß gar nicht, ob man es in der Videodatei hört, ist Hebräer 10, 25, wo der Autor schreibt, deshalb sollen wir unsere Gemeindeversammlung nicht verlassen, wie es manchen zur Gewohnheit geworden ist. Finde ich gut. Klar, andere Situation, aber für uns heute in dieser Situation ist es natürlich brutal witzig, weil wir dürfen das ja nicht mal. Und gar nicht, weil wir irgendwie als Christen verfolgt werden, sondern einfach, weil es momentan die Vernunft bietet. Deswegen umso cooler, wenn du diese Corona-Zeit nutzt als eine Zeit, wo du einfach auch nochmal diesem Gott ganz persönlich nachfolgst. Ich finde es stark, dass so viele Gemeinden, auch wir als EC, aber auch viele Gemeinden und Verbände, gutes Futter euch liefern wollen online. Wo ihr einfach Dinge übers Internet konsumieren könnt, geistlich fit bleiben könnt, geistlich in Shape bleiben könnt, weil ihr einfach diese Dinge wahrnehmt, für euch in Anspruch nehmt. Und ich ermutige dich, mach das wirklich. Lass diese Zeit nicht an dir vorübergehen, als wäre sie nicht da gewesen, sondern nutz diese Zeit und lass diese Gedanken durch die Bibel zu dir sprechen. Einen letzten Gedanken, den ich noch habe zu diesem zweiten Teil vom Hebräerbrief, finde ich gerade der Fokus am Ende, weil dort gibt uns auch dieser Autor ein gutes Beispiel dafür, wie wir selber am Glauben fit und aktiv bleiben können, auch über die Corona-Zeit hinaus. Indem wir uns vor Augen malen, was es für Vorbilder im Glauben gibt. Du siehst hinter mir einen Haufen Bücher und ein Haufen von diesen Büchern handeln über die sogenannte Kirchengeschichte. Das klingt super langweilig und man denkt sich so, bah, Kirchengeschichte, was ist denn das? Geschichte und Schule war schon immer super langweilig. Kirchengeschichte kann genauso langweilig sein, ganz ehrlich, aber wenn man mit einem anderen Ansatz reingeht, finde ich, kann es was ganz anderes sein. Nämlich in der Kirchengeschichte kannst du von Männern und Frauen Gottes lesen, die mit ihm ganz viel erlebt hat, die für ihn unterwegs waren und die beeindruckende Dinge geleistet haben in seinem Namen. Wo Wunder passiert sind, wo Menschen zum Glauben gekommen sind, wo es Menschen waren, die gesagt haben, ich gebe mein Leben ganz dieser Sache Gottes hin. Und dazu sind Biografien da. Und der Autor des Hebräerbriefes, der gibt einen Haufen Biografien, nämlich die alle in der Bibel stehen. Das Alte Testament. Das kannst du am besten nach The Fast and the Furious NT, kannst du The Fast and the Furious AT machen und diese Geschichten lesen und beeindruckt werden von diesen Glaubenshelden und Glaubensheldinnen, die wir dort lesen und verstehen und lieben und schätzen lernen können. Und das finde ich stark am Hebräerbrief. Der ist ganz stark von diesem Bild her geprägt. Und einen letzten Gedanken und damit schließe ich. Der schließt sich damit an. Er sagt nämlich auch, und es gibt ein ultimatives Beispiel, an dem wir uns orientieren können und sollen als Christen, nämlich Jesus. Hey, und ich bete und hoffe, dass du diesen Jesus-Lebensstil ganz neu wieder nicht aufnehmen kannst, wie er hier auch beschrieben wird. So zu lieben, wie er geliebt hat und sich der Sache Gottes so hinzugeben, wie er es gemacht hat. Das soll mein Ding sein. Und das ist christlicher Glaube, wenn man es kurz zusammenfasst. Danke, dass du mir zugehört hast. Amen.
Wenn du noch weitere Angebote brauchst, der EC hat einen Haufen Zeug. Auf unserer Webseite findest du es, svdec.de. Zu allen möglichen Altersklassen kannst du irgendwas finden. 19.30 Uhr freitags zum Beispiel gibt es immer einen Livestream für junge Erwachsene. Es gibt aber auch Online-Teenkreis, Online-Jungschau, Online-Kinderstunde, Online-Kindergottesdienst. Also alles, alles da. Schau ruhig rein und ja, lass diese Zeit und diese Möglichkeit nicht an dir vorübergehen. Ciao.